Oh, wir sind aber weit weg. Morgen! Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen, endlich, Reisevideo. Ja, hurra, wir sind unterwegs. I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Hey. Es war nur fürs Wochenende. Ja, hat lange gedauert, verdammte Hacke, ehrlich gesagt. Aber... Ja. Wir sind jetzt tatsächlich dieses Wochenende Pfingsten unterwegs. Jo. Und zwar ist das, also zumindest aus unserer Sicht, ein klein bisschen Besonderheit. Wir haben ja hier eine Internetseite gefunden. Wie heißt das? Hinterland.camp. Ich schreibe das da mal unten rein. Und da haben wir jetzt was ganz Nettes. Ne, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Da haben wir was Schönes. Was richtig Geiles eigentlich. Ja. Wir haben zwar noch nicht viel gesehen. Ehrlich gesagt, wir sind ja auch schon seit gestern hier, aber da hat nur noch geschüttet. Ja. Also, ja. Regen, 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 Regen. So. Und noch mehr Regen. Aber Hinterland.camp, da habe ich jetzt was gebucht. Und zwar einen Resthof. Das ist ein ehemaliger Bauernhof, ein ehemaliges Bauernhofgebäude, was halt eben nicht mehr bewirtschaftet wird, sondern nur noch bewohnt. Und die haben halt Platz von privat und stellen das hier zur Verfügung. Das sind hier 3 Plätze mit Möglichkeit für Strom und Wasser, allerdings keine Entsorgung. Haben Sie, glaube ich, auch noch vor. Ja. Sehr nett, ne? Also die sind wirklich richtig klasse drauf, haben uns super begrüßt gestern. Und, ja, definitiv. Ja. Wir sind hier bei der Familie Ostendorf. Ein paar Hühner haben sie hier und gelegentlich, glaube ich, auch Kühe. Aber die sind, glaube ich, nur, weiß ich nicht, Dekozwecke, keine Ahnung, wie nennt man das? Auf jeden Fall wird ja kein Viech mehr hier. Es ist aber hier alles in... Ne, hier ist nichts drumherum, außer noch ein anderer Bauernhof. Wobei Südlohn ist... Genau, wo sind wir überhaupt? Nördlich von Südlohn. Genau. Ich glaube, Südlohn selbst ist 1 Kilometer oder was ungefähr. Also weiter ist das nicht. Genau. Also Münsterland. Zwischen Südlohn und Stadtlohn. Genau. Westliches Münsterland, kurz vor der holländischen Grenze, Meadowsee, Winterswijk. Station von Obelink. Ja. Ist 5 Minuten, 10 Minuten oder was sagt der? Ja, genau. Frederik? Genau. Wir sind mal wieder mit den Podcampern unterwegs. Die stehen da gegenüber, auch unterm Baum. Die stehen in ein kleines Wäldchen, sag ich mal. Ja. Wenn das gleich aufgehört hat zu regnen, gehen wir mal ein bisschen rum, dann zeigen wir euch mal ein bisschen was. Und der Frederik und die Angie, die waren gestern noch bei Obelink, haben sich da noch ein paar diverse Dinge gekauft. Und was hat er gesagt? 12 Kilometer, Viertelstündchen, irgendwie so, ne? Also quasi alles um die Ecke. Genau. Ne, liebe nette Vermieter, hätte ich bald gesagt. Ja, die sind Menschen, Vermieter, die das zur Verfügung stellen, ja. Die Familie Ostendorf. Und hier gegenüber gibt es noch so eine Biomilch selbst. Es ist ein Bauernhof schräg gegenüber. Du warst gestern schon mal, glaube ich, da. Das ist ein Bauernhof und der hat eine Milchstation. Das heißt, man kann sich da frische Landmilch ziehen und frische Eier und Bio-Eier. Ja, die laufen hier, man sieht es ja, die dürfen ja jetzt, glaube ich, auch. Ne? Die haben ja letztens erst wieder im Radio gesagt, die Hühner dürfen wieder nach draußen alle. Wegen dem Hühnerhabicht? Nein, wegen der Vogelgrippe. Ach so, okay. Die mussten, glaube ich, die ganze Zeit im Stall sein. Okay. Und da ist zum Beispiel, zeigen wir euch auch nachher einmal eine Wiese, wo die da frei rumlaufen. Und bei diesen Bauern, wo diese Milchstation ist, da gibt es auch noch Kakao. Soll es auch noch heißen Kakao geben. Das probieren wir alles heute mal aus. Gucken wir uns gleich mal an. Genau. Und ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Schon wieder vergessen, wegen ich werde alt. Wegen den Hühnern. Nein, nicht wegen den Hühnern, davor. Ich habe es vergessen schon wieder. Ja, bin wieder. Hier wieder Urlaubsmodus. Ich werd alt. Ja, an. Ja. Nein, also jetzt auch noch mal ganz kurz mal Hallo sagen und dass wir wieder unterwegs sind. Und wir freuen uns wie Bolle
muss man ganz ehrlich sagen, dass es endlich mal wieder losgeht, mal wieder schön hier im Wohnmobil frühstücken. Ja, ihr kennt das, ne? Genau. Wir gehen gleich noch ein bisschen raus. Wie gesagt, Freddy und Angie von den Podcampern sind mit am Start. Und das freut uns auch extrem. Wir haben gestern vielleicht noch mal so unseren Ablauf. Also wir haben gestern gegrillt noch schön. Kann man ja machen unter der Markise. Unter der Markise gegrillt, genau. Hat zwar geregnet wie blöd, war auch kalt, 12 Grad. Also ja. Naja, gut. Und den Rest haben wir dann uns warm getrunken und schön getrunken. Ne? Ein bisschen ja. Glühwein aufgemacht, das läuft dann alles. So, und heute gehen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Genau. Oder? Da denke ich mal, laufen wir mal nach Südlohn rein. Gucken uns das. Ja. Ich denke mal, verschlafene Nestchen an. Ja. Nach Stadtlohn sind es zu dem, da ist ja das Oldtimer-Museum in Stadtlohn. Siku. Und bis dahin sind es von hier aus 4,2 Kilometer. Kann man mal machen mit dem Rad. Fahrrad könnte man es sehr gut machen. Wir haben sie zu Hause gelassen. Wegen des Wetters haben wir uns entschlossen, keine Fahrräder mitzunehmen. Weil wir gesagt haben, ja, muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, ne? Im Alter. Genau. Was ich noch sagen wollte ist, es gibt ja sowas Ähnliches auch Landvergnügen. Ich sag mal, das ist so ähnlich. Nur, dass ich bei Hinterlandcamp zum Beispiel länger stehen kann. Bei Landvergnügen ist es ja so, dass man, ich glaube, maximal eine Nacht stehen darf. Und hier ist es halt so, ich kann hier, was weiß ich, eine ganze Woche stehen. Genau, und man ruft dann vorher an, habt dann noch ein Plätzchen frei. Und oder man kann es auch direkt über die Homepage dafür kostet buchen. Es auch, ne? Richtig. Also wir zahlen hier die Übernachtung 18 Euro. Genau. So, ist mir die Sache aber wert, definitiv. Also, da haben wir schon mal und, ja. Mehr für scheißige Plätze bezahlt. Für weniger schöne, sagt man, glaube ich. Nee. Man kann das Kind beim Namen nennen. Man muss das Kind beim Namen nennen. Ja, also das zu dem Thema Hinterlandcamp. Ich finde es sehr gut. Ist allerdings jetzt noch nicht tausende von Anbietern. Aber geht da mal rein, guckt da mal. Vielleicht ist da was in der Nähe von euch. Oder ihr habt ein bisschen Lust, wieder weiter wegzufahren. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. Ja. Aus meiner Sicht. Weil so schön steht man selten. Ja. Deutlich schöner als auf einem Stellplatz. Betoniert. Oder ein Parkplatz. Ja. Du hast hier Strom und Wasser. Also, ich hatte es schon gesagt. Ja. Ne? Also ich finde es richtig gut. Und von der Buchung her total problemlos. Wir haben dann auch noch mal zwischendurch telefoniert. Auch total problemlos. Nett. Alles gut. Also einfach mal draufgehen auf die Homepage und mal gucken. Vielleicht ist was für euch dabei. So, wir gucken jetzt mal, was die Podcamper, ob die jetzt schon fertig gefrühstückt haben. Wir haben ja auch schon 2 Uhr. Nein. Keine Ahnung, was haben wir denn? 11 Uhr. Und dann gehen wir mal ein bisschen spazieren, glaube ich. Genau. Ne? Will I cry? Will I leave behind? Broken and crumbled signs. Hiding all my roads to you. Uh-oh. And if I fight, will I come to life? Calling for all your light. Giving all my heart to you. So, Südlohn, oder? Ja, schön. Kleines Städtchen. Ja, ganz gemütlich. Ja. Hat schon richtig holländischen Flair.
Also ich habe mein Stirnband auf, weil es ist doch recht windig und frisch. Das stimmt. So in der Sonne ist schön. Ja. Hat Kraft, aber gut. Alles schön. Nö, schön hier. Ja, ein bisschen ausgestorben, ne? Aber mein ja, Gott. Wobei hier schon viele Autos rumfahren, ne? Also muss ich sagen, für einen Sonntagmittag, ja. Da sollten die doch um die Uhrzeit alle in die Kirche sitzen oder beim Mittagstisch. Mittagstisch, jetzt wo du das sagst. Man könnte mal was essen. Ja. Ja. Ist schon ganz, super hier, toll. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir den heißen Kakao finden. Hi. Guck mal, hier ist Wasser. Glasflaschen kannst du hier kaufen, kostet 2 Euro. Was kostet die Milch? 1,20 der Liter. 1,20 Liter Milch, direkt vom Erzeuger. Kannst du nicht meckern. Aber bitte, da steht zumindest, Rohmilch vor dem Verzehr abkochen. Gut. Also, da müssen wir ein bisschen was dazu sagen jetzt. Ne? Also, frische Landmilch, okay. Wir sind davon ausgegangen, dass es auch entsprechend Kakao mit dieser frischen Landmilch ist, aber Automat. Also jetzt nur ausschließlich für den Kakao zu kommen, wäre jetzt Quatsch. Ja. Aber die Milch ist okay, ne? Das ist frische Milch. Jetzt stehen wir hier, wir bestellen nicht Abflug. Ja, wir gehen jetzt rüber. Ja. Und da hinten ist dann der Stellplatz. Hey, I wish you could see yourself. Sitting there on my chair, I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know. Hühner gefüttert. Nein, die Frau. Die Kerstin. Die Kerstin hat uns gesagt, die Hühner hier, wenn wir so Kompostsachen haben wie Eierschalen oder Gurkenschalen, so, das können wir ruhig bei den Hühnern reinschmeißen. Da gehen die Hühner steil. Hat man ja jetzt gesehen. Ne? Jetzt habe ich unsere Eierschalen da reingeschmissen. Da kommen die aber sofort angeflitzt. Und mit diesen Bildern erstmal schönen guten Morgen. Guten Morgen. So, letzter Tag heute hier auf dem Resthof. Ja, wie ihr uns so eingepackt seht, das ist immer noch windig. Ja, das ist aber windig. Es ist trocken. Es ist trocken. Ja, aber es ist sehr, sehr windig. Aber war super oder ist noch super schön hier. Ja. Nächste Mal also, mit Fahrrad. Also für alle, die Ruhe mögen. Herrlich. So, wir haben schon gefrühstückt. Wir gucken jetzt mal, was die Podcamper da treiben. Ich glaube, die sind noch im Lummerland. Ich habe ihn gerade geweckt. Du hast schon an der Wand gekratzt. Ne, mal gucken, was heute noch so geht. Wir werden doch so gegen Mittag, Nachmittag abhauen. Jo. Jo.
Ich muss gehen. Guten Morgen. Feierabend. Ja, wir haben jetzt gerade hier die Tische rein, die Stühle, weil da zieht sich schon wieder zu, soll gleich wieder regnen. Ist jetzt mittags. Ich denke mal, dass wir jetzt das Ganze dann beenden werden. Schade wegen dem Wetter, wobei gestern hatten wir ja echt Glück gehabt, dass es trocken war und die Sonne schien, aber halt eben einfach unselig, ne? So mit dem Wind und war nicht wirklich warm. Also ich glaube, wenn ein bisschen wärmer und dann ist hier richtig schön zum Fahrradfahren. Ja, und, du hast hier also viele Möglichkeiten. Laufen und also doch. Also wir werden definitiv hier nochmal ein Wochenende hinfahren, ne? Also das machen wir. Ja, vielleicht kann man doch hören, der Wind pfeift hier um die Ecken, das ist eine wahre Wonne. Ja. Aber wie dem auch sei, es war super. Ja. Also von der Location her, vom Stellplatz her, von den Betreibern hier, Kerstin, Martin, schönen Dank an dieser Stelle. Ja. Nette Gespräche gehabt zwischendurch und gestern Abend war alles super. Also wir können das tatsächlich nur empfehlen. Mhm. Hinterland, guckt mal auf hinterland.camp und da wird das ein oder andere wahrscheinlich auch für euch dabei sein. Also man muss so ein bisschen auch die Einsamkeit mögen vielleicht mit Familienanschluss oder so. Wir fanden es super und ja, vom Prinzip bis auf das Wetter, aber ich glaube, das war jetzt überall so, ja. Was man da so mitgekriegt hat. Aber das ist nicht tragisch. Wir hatten unseren Spaß, auch mit den Podcampern. Wir stehen ja noch hier zusammen. Hat mal wieder einen Riesenspaß gemacht, kann man so sagen. Ne? Ja. Die sind echt auf unsere Wellenlänge. Und ja, boah, ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal Schluss für das Pfingstvideo. Ja, und freuen uns auf vielleicht erstmal noch den nächsten Kurztrip, bevor es in den Urlaub geht. Das dauert ja noch ein bisschen. Ja, ein bisschen, was wird wahrscheinlich noch kommen. Ja, mal gucken, ich denke mal, also das wird sonst zu lange bis zum Urlaub. Jo. Nein, also alles super. Ich würde sagen, bleibt sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ne? Ja. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss, Glück auf.